Lohnt sich 2019 der Einstieg in Freifunk noch? Welche Hardware soll ich kaufen und wo soll ich überhaupt anfangen? Das sind Fragen, mit denen ich mich in diesem Video beschäftigen möchte. Ich bin Little Ben, willkommen auf meinem Kanal. Ja, die CT hat einige Videos und auch einen großen Artikel gebracht über Freifunk. Sie haben dort einiges beleuchtet, haben gezeigt, welche Strukturen hinter Freifunk stecken, haben da vielleicht mit Vereinen und Communities ein bisschen nicht so sauber getrennt, aber generell denke ich, sind das gute Artikel gewesen, die es sich lohnt anzuschauen. Ihr findet sie unten einen Link zu diesen Artikeln oder zu den Videos in der Linkbeschreibung. Mich haben in der Vergangenheit auch einige Leute gefragt, was für Hardware man verwenden kann, was es noch gibt, weil der alte 841er an seinem Ende angekommen ist. Also der Flash-Speicher und der Arbeitsspeicher sind zu klein. Das heißt, vermutlich wird die nächste OpenWRT-Firmware diesen Router nicht mehr unterstützen. Stellt sich halt die Frage, welchen neuen Router, welchen Einstiegsrouter kann man verwenden? Eine bisher gute Alternative, der 1043er. Er hat entsprechend viel Speicher und kann ganz gut verwendet werden. Allerdings ist er auch aktuell nicht mehr so leicht zu bekommen. Deshalb habe ich mich umgeschaut, habe bei Amazon ein bisschen gesucht, bei eBay, Amazon Warehouse und wo es auch vielleicht gebrauchte Router gibt. Und möchte euch heute vorstellen, zu welchen Ergebnissen ich gekommen bin. Das ist hier dieses Gerät, der Netgear 6120. Ich habe ihn für um die 25 Euro aus dem Warehouse bekommen. Aktuell liegt er bei 28 Euro, also ungefähr die Preisklasse wie der gute alte Wasser- und Brot-Router 841. Ein relativ guter Ersatz. Was ich an diesem Router eigentlich ganz nett finde, ist, dass er 2,4 und 5 GHz unterstützt, dass er ja im Prinzip ein neueres Gerät ist, mehr Arbeitsspeicher hat. Also wenn wir hier mal bei OpenWRT, das ist immer, wo ich noch dagegen checke, bei OpenWRT suche ich nach diesem Modell. Dann steht hier, dass er 16 MB Flash-Speicher und 64 MB RAM hat. Also durchaus gut gerüstet für die kommende Firmware. Ein Manko, das dieser Router hat, ist, dass er eben nur 100 Mbit Netzwerkunterstützung hat. Jetzt muss ich hier mal gerade schauen. Der Router steht hier. Das ist der Router. Achtung, Regen, 0,101 mm. Fenster schließen. Das ist der Router. So sieht er aus, so sieht er von hinten aus. Hat vier Ethernet-Ports, wie gesagt 100 Mbit. Ja, Internet und auch ganz nett. Hier drüben hat er einen On-Off-Schalter, ÖnÖF. Und ja, klein und handlich, eigentlich ganz gut zu gebrauchen, denke ich. Er kommt hier in so einer Verpackung. Ich habe die Firmware vorhin mal installiert, testhalber. Und das Video werde ich hier ein bisschen hier im Eck laufen lassen. Interessanterweise oder eine andere Begebenheit ist, dass vor dem Installieren der Firmware oder bevor man auf das eigentliche Interface kommt, dass dort noch ein ja, Sicherheitsabfrage, Internetprüfung und sowas stattfindet. Einfach was eingeben, ist egal, ihr müsst nur durchkommen, müsst euch die Sicherheitsabfragen auch nicht merken, weil die Firmware wird eh runtergeschmissen und mit Freifunk-Firmware ersetzt. Er hat einfach beim Upload der Firmware hat er ganz regulär unsere Firmware unterstützt. Hat sie genommen ohne Probleme, ohne dass ich irgendwas umbenennen musste oder so, einfach die Firmware runtergeladen und dann auf den Router aufgespielt als ganz reguläres Firmware-Update. Es war unter Administration Firmware-Update, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hat es, ja,
Ein paar Minuten gedauert, dann konnte ich die Freifunk-Firmware konfigurieren. Bei uns war auch noch die Domain-Konfiguration mit drin. Ja, das waren im Prinzip die Schritte, ganz easy peasy und hat circa 10 Minuten gedauert. Ja, also das ist eigentlich ein ganz guter Router. Der nächste Router, den ich euch empfehlen möchte, den habe ich jetzt nicht hier, ist der Netgear EX6150. Hat 2,45 GHz, hat Gigabit Ethernet-Anschlüsse und ist vom Prozessor her ein Stückchen stärker wie der Netgear. Der ist ungefähr so, habe ich mir sagen lassen, auf dem Level von der Fritzbox 4040, zu der ich später noch kommen werde. Auch hier eine Seite, die mir Auskunft gibt über den Router. Der Router hat 64 MB RAM und 16 MB Flash-Speicher. Ein weiterer Router, der auch 5 GHz hat, ist der TP-Link 3600. Wie gesagt, schon ein etwas älteres Modell, aber durchaus auf dem Gebrauchtmarkt noch zu bekommen. Preise variieren da natürlich. Wenn wir uns jetzt den mal auf OpenWRT angucken, dann sehen wir hier 8 MB Flash-Speicher hat, 128 MB RAM, also da hat er ein bisschen Schmackes, aber Flash-Speicher ist halt ein bisschen kleiner als bei den vorangestellten. Er hat hier noch kein AC, wenn ich das hier richtig sehe. Ist halt wie gesagt ein gebrauchter Router, den wird es auf dem neuen Markt vielleicht nicht mehr direkt geben. Zum Beispiel auf eBay habe ich ihn gefunden, ist er noch zu bekommen für 50 Euro. Ich habe auch einen Versender gefunden aus Großbritannien, dort war er bei 30 Pfund oder so. Ist natürlich eine gebrauchte Geschichte, aber ich habe da durchaus gute Erfahrungen mitgemacht in der Vergangenheit. Hat auch Gigabit auf den LAN-Schnittstellen. Die weiteren Modelle, die es gibt, sind von AVM, die ich euch vorstellen möchte. Da ist die CT, hat das ja auch schon genannt, die Fritzbox 4040 hoch im Rennen. Das ist so der Router, der momentan relativ leistungsfähig ist. Ich habe einen verbaut, allerdings bei mir im Heimnetzwerk. Er tut dort gut seine Dienste, bei mir mit dem AVM-Mesh, aber die Installation ist halt an den Freifunk, an den AVM-Geräten nicht ganz so einfach. Da habe ich selbst noch keins gehabt. Ich versuche einen 4040er zu bekommen, der etwas billiger ist, dass ich ein bisschen mit rumspielen kann. Gucken wir hier nochmal auf Amazon. Da ist zunächst der 4020, den ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, aber ehrlich gesagt möchte ich nicht unbedingt empfehlen. Er hat nur 2,4 GHz, also noch kein 5 GHz, ist etwas billiger, 46,99. Manchmal kriegt man ihn auch schon so um die 30, 35 Euro, das variiert ein wenig. Immer lohnt sich auch mal im Warehouse-Deals reinzugucken. Es ist möglich, Freifunk-Firmware darauf laufen zu lassen, aber ich würde ihn mir eigentlich nicht holen. Dann gibt es den 4040, ich habe es gerade schon erwähnt. Er hat 2,4 und 5 GHz, hat Gigabit. Wenn wir uns hier die Anschlüsse angucken, ist reguläre, wieder 4 LAN-Anschlüsse. Das ist so der Router, der sicherlich interessant ist, da, wenn ich einen in die Hände bekomme, den ich für Freifunk installieren kann, dann werde ich hier auch ein Video damit machen. Das habe ich geplant. Muss mal schauen, wann ich das realisieren kann. Das sind so die Router, die ich empfehlen möchte momentan, die ich auf dem Markt gefunden habe. Soll ich denn heute noch den Einstieg in Freifunk machen? Ich meine, die Störerhaftung ist gefallen, ja. Aber welche Vorteile bringt es mir oder ist das ganze Thema an sich überlaufen? Ich denke, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, in Freifunk einzusteigen. CT hat ja auch Videos und Werbung und Informationen gemacht. Die Hardware ist besser geworden denn je. Sie haben mehr Speicher, die Firmware ist vorangeschritten. Auch die Freifunk-Communities selbst haben an Erfahrung gesammelt. Wenn wir unsere Community zum Beispiel betrachten, die ist 2014 entstanden, Freifunk Westpfalz, und wir haben jetzt über 5 Jahre lang Erfahrung gesammelt, die es uns hilft, das Netz stabiler zu machen. Wir haben inzwischen um die 700 Knoten im Netz, sind mit Freifunk Karlsruhe fusioniert, dass einfach das Know-how ein bisschen miteinander ausgetauscht wird, die Ressourcen miteinander ausgetauscht werden. Wir haben jetzt den Domain-Split gemacht, weil das Netz relativ groß geworden ist, sodass kleine Einzelbereiche von, sagen wir, um die
50 Knoten im Mesh aktiv sind. Das reduziert den Verwaltungsoverhead im Netz. Ich denke, wenn du noch nicht bei Freifunk mit dabei bist, dann ist jetzt der Zeitpunkt einzusteigen. Ich habe Videos gemacht, wie Freifunk-Router zu installieren sind. Die werde ich hier oben verlinken. Such einfach ein bisschen rum. Wenn du Fragen hast, dann kannst du sie gerne in den Kommentaren stellen. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Also, wir sehen uns. Bis die Tage. Mach's gut. Ciao, ciao.